Willkommen zurück zur dritten Folge von Stray. Wir sind letztes Jahr stehen geblieben, als wir mal versucht haben, etwas länger zu schlafen, um eine Trophäe zu kriegen, aber es gab leider keine. Zumindest habe ich jetzt noch keine bekommen. Vielleicht muss man aber auch jeden Ort finden, wo man schlafen kann, wer weiß. Gut, wir machen jetzt weiter und versuchen jetzt da oben zu dem Schild hinzukommen. Und ich vermute mal, wir müssen da drüben hoch, oder? Aber eigentlich gibt es hier noch so viel zu erkunden. Wir schauen uns mal um. Was hat denn er hier zu erzählen? Er guckt ganz schön grimmig. Oh hä, du bist es? Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streicheln, aber tue es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Kannst du dir ja mal zeigen. Das ist eine sehr alte Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Technikfreak kann den lesen. Also muss ich jemanden finden, der sich mit Binärcodes auskennt. Gut zu wissen. Was für ein Hector ist das? Was kann ich hier? Kratzen! Ich weiß zwar noch nicht, warum, für was das so richtig Sinn macht, aber okay. So. Gehen wir hier hin. Energy Drink hätte ich gern. Oh, gibt's sogar was. Energy Drink. Dafür könnte ich den Notenblatt kaufen, oder? Dann gehen wir nochmal zurück. Bin ich denn jetzt hier? Du siehst ein bisschen aus wie ein Zork, zumindest aus der Ferne. Sie sehen niedlich aus und hören sich auch so an, aber lass dich nicht täuschen. Diese Dinger knabbern sich durch Metall. Sie sind furchterregend. Ja, die hätten mich auch schon mal beinahe kaputt geknabbert. So, ich hätte gern das Notenblatt. Ja, hätte ich gern. Bitteschön. Ein Gegenstand darum. Und der Musiker war gegenüber, oder? So, mal anhören, was der zu spielen hat. Jetzt hast du ein Notenblatt. Des Nachts du hold am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Erstmal schlafen gehen. Cool, die Gitarre übrigens. Irgendwann aufhört? Ja, die ist nicht gut gestimmt, die Gitarre. Liegt vielleicht daran, dass es keine richtige Gitarre ist. Marke Eigenbau. Ja.
Er fängt von vorne an, okay. Er hört jetzt gar nicht mehr auf, okay. Ob das jetzt Sinn gebracht hat, keine Ahnung. So. Oh, hier ist er auch. Nochmal Energy? Ja. Das Artefakt hat 3 gekostet, gell? Ja. Nee, ja. Ich kümmere mich um die Pflanzen, die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie wird. Das ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Also kann ich ihm wahrscheinlich auch Wasser geben. Das fertig. Sagt er noch irgendwas? Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Vielleicht. So. Da war das. Gehen wir wieder hoch. Also wir müssen Ausschau nach Energy Drink Automaten halten. Wenn man miaut, dann sind sie fröhlich. All die verqueren Sachen passieren immer dir, Kumpel. Ich traue mich nicht, unser Dorf zu verlassen, es ist zu gefährlich. Außerdem ist der Wächter der Einzige, der diese Tür öffnen kann. Gut zu wissen. Ich habe es auf der Straße liegen gelassen und am nächsten Tag hatten die Zorks es komplett aufgefressen. Das ist doch verrückt, oder? Sie verschlingen einfach alles. Metall vor allen Dingen. So. Es sind echt viele Roboter. Oma hat mir diese Kleider gemacht. Ganz schön schick, oder? Ja, okay. Warum sind hier eigentlich überall Winkelkatzen? Willst du etwas? Warte mal, kannst du vielleicht mir dabei helfen? Nö. Ich liebe es zu stricken. Bis jetzt habe ich 478 Meilen an Schals gestrickt. Da hat man immer gut zu tun. 478 Meilen. Okay, das ist verdammt viel. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Du inspirierst mich, aber es ist nicht leicht, hier die richtigen Materialien zu finden. Dafür hat er irgend so super irgendwas gebraucht, gell? Nur mal schauen. Omas Kleidung. So, haben wir hier noch irgendwo einen Automaten? Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein, oder? Die Zeit ist schon seltsam. Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen für immer. Okay. Alter, habt ihr eigentlich irgendwo noch eine Ahnung, wo ich überhaupt herkam? Auch wenn es eine kleine Stadt ist, also verwinkelt ist er definitiv. Was ist mit dir los? Hoffentlich lassen die Jungs nicht wieder einen Farbeimer fallen, sonst wird Cosma sauer. Wollte ich ja wohin, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich muss bestimmt da drüben. Oh, warte mal. Ich habe eine Idee. Wo war die Gasse, wo ich da hochgekommen bin? Was? Rest in Peace? Menschen. Oh, eine Erinnerung. Die Menschen waren die ersten Bewohner hier. Jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das sage, aber sind sie wirklich in Frieden?
Werde ich im Frieden sein, wenn ich sterbe? Ich weiß nicht, wie sich der Tod für eine KI anfühlt. Tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht verderben. Lass uns weitermachen. Da ist Nummer 2. Kratzen. Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagte, dass es nicht die Zorks waren. Hä? Okay. Ey, da oben kann man lang. Wait, da komme ich doch her, oder? Naja, von da kam ich. Dann ist er hier hochgerannt und hat zugemacht, genau. Okay. Hier ist die Oma. Da bist du. Das sieht ja cool aus. Ich fühle mich in dem Spiel irgendwie so klein. Das war doch hier drüben, wo ich hoch konnte, oder? Ja, hier, das habe ich doch gesucht. Jetzt sind wir wieder oben. So. Ich würde jetzt gerne mal zu darüber, würde ich jetzt gerne meinen. Ups. Hallo, ich will dich ärgern. Jetzt ist jemand sauer. Ups. Jetzt kann ich da unten bestimmt rein, ne? Putze wieder die Treppe meines Ladens. Hör auf, über meinen Laden zu spielen, du tollpatschiger Racker. Mach mal ein paar Tapsen hier rein. Gibt's hier irgendwas Besonderes? Was hat mir das jetzt gebracht? Oh, das Reinigungsmittel. Das war dafür Stromkabel, oder? Wait, das war glaube ich für Stromkabel. Oh, jetzt der Händler. Nee, hier nicht. Der? Ja. Die Treppe habe ich doch gesucht. Stromkabel hätte ich gern. Genau. Dankeschön. Jetzt will ich mein Poncho haben. Wo war jetzt Oma? Hier, oder? Ja. Nee. Da ist Oma.
Bitte schön. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Mit Stromkabel vor allen Dingen. Neuen Gegenstand darum. Bitte sehr, Kleines. Das wird dir gut stehen. Einige meiner besten Handarbeiten. Das sieht richtig warm aus. Perfekt für einen fröstelnden Roboter. Ah, den braucht anscheinend irgendjemand, weil ich kann nicht anziehen. Nee. Okay, dann wird wohl jemand frieren. Oh, was haben wir hier? Ist ja eine Bar. Willst du etwas? Nö. Okay, bleibt die Musik gleich. Du bist neu hier. Was kann ich für dich tun? Nix. Ganz schön frech, die Katze. Gibt's bestimmt auch irgendwas zum Sammeln, oder? Oh, eine Erinnerung. Essen die das wirklich? Ursprünglich hatten sie keinen Verdauungsapparat. Vielleicht haben sie sich irgendwie weiterentwickelt, indem sie Menschen nachahmen. Meinst du, ich sollte mal was davon probieren? Ich möchte nicht respektlos gegenüber ihrer Lebensweise sein. Okay, die Reihenfolge ist sehr unterschiedlich. Kratzen! Lass mal schöne Holz kaputt machen. Ha. Noch ein Notenblatt. Wir haben noch eins gefunden. Billard. Nee, das setzt gerade aus. Oh, mehr Schwung. Könnte mal einlochen. Ups. Okay. Die ist drin. Sag ich doch. Machen alle rein. Die kann ich mit Dreieck nicht antippen. Abgeräumt. Ha, witzig. Aber es war anscheinend hier nur fürs Notenblatt. Das ist die Zeitung von den Leuten, die oben auf Ebene 2 wohnen. Sie ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber es lohnt sich, sie zu lesen. Okay. Dann heißt jetzt zurück zum Musiker. Wir haben ein neues Notenblatt. Ja, ich habe nur eins für dich. Da. Morgen übermorgen. Klingt cool. Hier, schau dir das an. Thank you.
Okay, das wiederholt er nicht. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben. Meinst du, du kannst noch mehr finden? Dachte ich mir schon. Es gibt bestimmt 3 Stück. Wetten? So, jetzt würde ich aber sagen, begeben wir uns mal zu dem Schild, oder? Gibt bestimmt noch viel mehr zu entdecken. Aber wir wollen ja auch mal vorwärts bekommen, oder? Also wieder ab nach oben. Ups. Dass man jederzeit miauen kann, ist witzig. So, wir müssen jetzt irgendwo da hoch. Ihr guckt immer noch nach unten. Oh nein, nicht schon wieder. Komm, ich doch bestimmt von hier, oder? Ah, das Fenster. Ist aber auch kein Mensch. Der ist traurig. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey du, was willst du? Kannst du das hier für mich entschlüsseln? Nee. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hat diesen Traum auch. Aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser... Zensiert? Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier, nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Notizbuch von Momo, 1 von 4. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenwelt. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Bürde. Wir müssen uns von den Zorgs fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Wird ganz einfach, bestimmt. Ruhe. Oder nicht? Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der Unsregen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. Die Außenwelt. Tüte! Oh nein! Oh. Ist das dumm, wie die Steuerung sich verändert. Mach wieder ab, die Tüte. Kratzen? Ja. Yep. Ich habe auch nicht ganz rausgefunden, für was das eigentlich richtig gut ist. Klar, um die Krallen zu schärfen und so, aber... Für das Spiel? Ist das Energy? Nein. Oh, hier liegt ja was. War das gerade ein Ball, der im Boden drinne steckte? Okay. Jetzt ist es aus. Was haben wir hier?
bisschen nix. Oh doch, Not 1 von 8. Habe ich das gerade richtig gesehen? Gibt 8 Stück. Okay. Na, das geht mal immer, wenn wir das nächste Mal bei ihm sind. Ich rede sich extra nochmal hin. Aber wir müssen jetzt, denke ich mal, zum Fahrstuhl, oder? Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut rationaltrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat eine einzige natürliche Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Haben wir was gelernt? Oh. Hä? Komm ich da hoch? Nee. Dann. Nochmal kratzen. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Welches Symbol? Das da. Also zu dem Fenster. Das scheint eine Spur zu sein. Okay. Rutschen! Naja, da ist rutschen. Gut, das war's mit der dritten Folge für YouTube. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Smoker.